Seit einigen Tagen versuchen Personen, Energielieferverträge an der Haustür abzuschließen. So erhält die Zwickauer Energieversorgung verstärkt Anrufe von verunsicherten Kunden. Angeblich seien es Energieberater, die im Auftrag der ZEV handeln. Teilweise geben sich die Drückerkolonnen sogar als Mitarbeiter des städtischen Energieversorgers aus. Davor wird eindringlich gewarnt. Die Pressesprecherin der ZEV gab dazu eine eindeutige Richtigstellung und Auskunft. Entschiedenes Handeln und eine Rückversicherung bei der ZEV sind bei derartigen Vorkommnissen anzuraten. Die ZEV weist ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haustürgeschäfte durchführen. Wir möchten da alle Zwickauer wirklich nochmal hinweisen, dass wir das nicht machen. Ganz wichtig ist, wer einen Vertrag abgeschlossen hat, hat ein Widerrufsrecht. Der Kunde kann innerhalb von 14 Tagen sich bei der ZEV melden und den Vertrag widerrufen. Er kann sich gerne im Kundenberatungszentrum melden, hier vor Ort. Die Kollegen stehen da persönlich zur Seite und unterstützen dabei. Natürlich stehen die Mitarbeiter auch telefonisch zur Verfügung. Anders verhält es sich bei Gewerbetreibenden. Wichtig ist auch, für Gewerbetreibende und auch Existenzgründer gilt kein Widerrufsrecht. Diese Betreibenden sollten genau prüfen, was und welchen Vertrag sie unterschreiben. Von Vertragsabschlüssen an der Haustür ist übrigens prinzipiell abzuraten. Glaube ich nicht, will ich nicht.